I'm sorry, Danny, but it's gotta be this way. The Pikmin Bridge. Remove it. Get it out of my head so I can think straight. If you thought I would do that, you're out of your fucking mind. Michael? Where are we? All units into position. Terminate both targets. Repeat, both targets. What? Not both targets, not me, you fucking assholes! They're gonna be here any minute. Nah, Mike's still got the keys. We're gonna have to find him. I'll take care of this one, Danny. He has the key to the boat. It's our only way out of here. There he is! Freeze! Over here! Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen im fünften Level. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ein Helikopter fliegt hinter uns her. Und es ist 6 Jahre zuvor. Im vorigen Level oder vorherigen Level sind wir weggelaufen vor diesen Leuten mit der Knarren. Ich bin dein bester Freund, alles klar. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, Freunde. Aber anscheinend müssen wir dem Typen folgen. Wir haben auch keine Waffe, ne? Gar nichts. Okay, jetzt haben wir eine Sichel. This is not happening. Please, this can't be happening. Listen up. We got a rogue agent in there. You two start a sweep from this side. B-Team is coming in from the harbor. Let's show him what we do to Project Traitors. Alles klar. Wir sind wieder Stage Fatalities. Wenn ich das also anmache, dann läuft wahrscheinlich das Band. Ist das eine Presse oder was ist das hier? Ah, okay. Verstehe. Es ist... Okay, es sieht aus wie so eine Presse, ne? Ja, nicht Presse, sondern eher so ein Rolle. Captain, Target B is captured. Okay, da kommt jemand. Want to do some interrogating? Ja, man sieht auf jeden Fall, man kann die Leute da rein tun. Er bleibt natürlich auch genau da stehen, dass wir ihn da rein tun können. Ja, dann müssen wir weder die Leiche entfernen, noch sonst irgendwas machen. Okay, da ist der Nächste. Okay, der eine hat uns gesehen, deswegen musste ich ihn schnell töten. Sonst hätte der sich natürlich auch umgedreht. Und das wollte ich jetzt nicht, so... Und das ist immer das Nervige, wenn es keine oder keinen Schatten gibt. Zum Glück gibt es jetzt hier einen. Aber sonst läuft man die ganze Zeit hin und her. So. Da ist einer und da hinten ist einer. Ich schaffe aber nicht, zu ihm hinzukommen, ne? Der wird sich jetzt umdrehen. Vielleicht gerade so noch, ja. Okay, das haben wir noch geschafft. So, da vorne ist wieder einer. Dahinter wahrscheinlich. Ja, genau. Super. Ich werde vielleicht auch noch den ersten Teil spielen, weil der war noch um einiges krasser, meiner Meinung nach. Also vom Spiel her. Von der Schwierigkeit her auch. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Oh, 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 das wird knapp. Aber wir versuchen mal ganz rot. Okay, es hat nicht geklappt. Genau das ist das, was mich immer nervt. Dieses, einmal passiert irgendwas, der Typ fällt runter oder so und schon kannst du... Was ist da in da? Du keep a watch on this one. Anyone comes through this door who ain't us, waste them. Ich hatte nicht ganz verstanden, was da jetzt genau passiert ist. Irgendwie ist der Typ ja weggelaufen. Ich hatte das eben nicht gelesen. Der hat den Schlüssel oder sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall müssen wir zu ihm hin. So, da sind auf jeden Fall welche. Kommen die hier rein? Ah, da ist er. Okay. Oh, der hat auch eine Knarre, wie man sieht.
heißt, dann machen wir mal den hier. Ich gehe hier oben rauf. Der geht ja bestimmt nicht weg da. Haben wir schon gedacht. Mal so. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie stark überhaupt die Knarren hier in dem Spiel sind. Ich glaube, ein Schuss ist tot. So, riskieren wir es gar nicht erst. Es ist so übel, ne? Wie der Typ mit Blut voll ist. So. Jetzt haben wir die Knarre. Und 12 Schuss. Können auch ganz normal zielen. Super. Ich glaube, das ist auch verbessert. Durch die Mod ist das auch verbessert. Normal war das, glaube ich, ein bisschen anders mit dem Zielen. Aber hier ist es halt eben verbessert. Ich glaube es auch nur. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das bei dem anderen oder wie das normal aussieht. Aber ich hatte davon irgendwas gelesen. So, Freunde. Level 5. Also so viele Level, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt nur so, weiß nicht, 15 oder so. Also wir haben schon knapp die Hälfte. Oder bald die Hälfte. Auf jeden Fall haben wir die erste Schusswaffe. Das ist ja auch schon mal was. Und angeblich soll das jetzt auch wieder möglich sein, selbst damit Leute zu exekutieren. Also auch von hinten sollten wir jetzt die Leute töten können. Was ist das hier? Okay, ist nicht mehr ganz so heil. Ja, es gibt anscheinend auch ein paar Fehler manchmal hier, aber alles nicht so schlimm. So. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Der eine Typ ist ja da oben gewesen, ne? Also müssen wir wahrscheinlich auch hier hoch. Obwohl wir ja eben hier schon waren, ne? War das die Tür hier? Oder kamen wir hier zurück? Ja, hier kommen wir ja her, ne? Oder? Geh einfach mal runter. Aber ich glaube, hier sind wir hergekommen. Genau, hier sind wir hergekommen. Aber vielleicht wenigstens ein bisschen Muni noch. Ich glaube, man braucht wirklich nur einen Schuss. Auf Kopf ist, glaube ich, ein Schuss tot. Das wäre natürlich ganz gut, weil dann können wir damit ein paar Leute umlegen. Und was mich interessiert, ob man auch jetzt damit Finishen oder Fatality oder Exekution oder was auch immer machen kann. Weil das ging, glaube ich, nicht mehr, soweit ich weiß, in der normalen Version, sondern nur in der Mod, also in der früheren Version. Die Mod macht das ja zurück auf die frühere Version. So, das sieht auch aus, als wenn es aufgeht. Die Tür hier auch. Okay, da ist nur Leben drin. Das brauchen wir alles nicht. Und Munition. Okay, noch mehr Munition, sehr schön. So, was war hier jetzt? Da kamen wir wieder her, ne? Da kommen wir wieder zurück. Gibt es nur noch diese Tür hier. Okay, zwei Leute sind da. Ja, ein Schuss, tot. So. Aber man verliert halt auch Energie, ne? Also wenn die einen treffen, ich glaube, man verliert sogar relativ viel Energie. Aber es ist relativ leicht, glaube ich, die Leute auszuschalten mit der Knarre. Fuck! No reply! Get your asses to Machine Hall 1 now! Gotta get that key. That boat is our only way off this island. Die Frage ist, was sind das hier eigentlich für Leute? Die suchen anscheinend den Typen. Okay, kein Kopfschuss. Okay, wahrscheinlich nur vom Nahen. Ist jetzt nicht so gut gemacht, sage ich mal. Das müsste ein Kopfschuss gewesen sein gerade. Was mich interessieren würde, kann ich die Leute von hinten exekutieren mit der Pistole? Ich versuch's einmal, ja. Ich will's einmal versuchen.
ob das geht. Ach scheiße, wir sind hier gar nicht im Schatten, ne? Jetzt sind wir im Schatten. Das würde ich ganz gerne mal testen, ob das geht. Weil laut Mod sollte das eigentlich gehen. Ach du Scheiße, wie viele Leute kommen denn da? Okay, da ist einer, da hinten sind welche. Ich versuche das jetzt auf schnell. Hat ja wunderbar geklappt, ne? Würde ich sagen. Okay, wir laufen nochmal kurz zurück. Ich habe nämlich kein Leben mehr. Kaum Leben. Ne, ich glaube, entweder ich habe das zu schnell gemacht oder es geht halt einfach nicht. Keine Ahnung. Laut Mod soll das funktionieren. In der Uncut-Version geht das auf jeden Fall auch. Soweit ich weiß. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Selbst wenn nicht. Alles halb so wild, man sieht. Gar kein Problem, die Leute. Oha. Klavierseite, die nehmen wir mit. Und Leben würde ich ganz gern auch noch ein bisschen haben. Von innen abgesperrt, okay. Es war so viel Leben, aber wir haben nichts gekriegt. Das ist ja ein bisschen doof. Ah, da ist welches, sehr gut. Das nehmen wir mit. Da sind wieder Typen. Ich versuche das nochmal. Ich will das unbedingt mal testen, ob das geht. Eigentlich soll es ja gehen. Genau das. Also das geht nur in der Uncut-Version, soweit ich weiß. Und das glaube ich auch mit jeder Waffe. Die sind sonst rausgeschnitten. Oder es ist einfach nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube, dann haust du den einfach nur. Aber hier geht das auf jeden Fall. So, Freunde. Hier ist noch Muni. Wir haben so viel Munition. Die können gar nichts mehr machen, die Leute, ne? Die können gar nichts mehr machen. Oh Gott, du bist durchleert. Alles klar. Ja, brauchen wir gar nichts machen, ne? Wir schießen den einfach um. Natürlich ein bisschen schlecht gemacht ist, dass ja, man trifft den Kopf nicht, ne? Man trifft auf die Entfernung den Kopf nicht, auch wenn du genau drauf bist. Wahrscheinlich ist es deswegen so gemacht, dass du nicht hier einfach die ganzen Leute instant umlegst. Aber so ist das ja echt ein Kinderspiel, ne? So ist das echt ein Kinderspiel. Ah, okay. Das ist eine Waage anscheinend. Tun wir mal die Kollegen darauf. Alter, wie das Blut da rausspritzt aus dem halben Kopf. Ist jetzt auch nicht ganz so nett. Ich bin echt gespannt, ob Rockstar... Ich glaube, es ist von Rockstar. Ich weiß nicht, ob das aus der USA kommt. Es ist auf jeden Fall von einem Ableger von Rockstar gemacht. Oder halt eben direkt von Rockstar. Ich weiß es nicht. Die haben ja immer mehrere Ableger. Ich glaube... Dass ich mal gehört habe, dass der dritte Teil rauskommen soll. Ob sie das wirklich machen, ja, ich bezweifle es stark. Weil damit würden sie natürlich wieder unnötig in die Kritik gehen. Oder in die Kritik kommen. Und keine Ahnung, ob sie sich das geben wollen. Warte mal, sehen wir, startet verbrannte korrekte Menge an. Okay, alles klar. Machen wir das mal. Achso, man darf nicht in den roten Bereich kommen, verstehe. Also nur eine Person. Sehr gut. Legen wir den Kollegen hier mal wieder ab. Und machen das Ganze nochmal. Hallo? Ja, das ist doch nett. Das ist doch nett. Ein Paket draus gemacht. Aber jetzt können wir hier anscheinend hoch. Und weiter geht's. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses ganze Spiel aufhört, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ich feiere das auf jeden Fall. Auch wenn viele Passagen... Okay. Auch wenn viele Passagen einfach
relativ unbedacht sind, meiner Meinung nach. Das war in Manhunt 1 auf jeden Fall besser gemacht. Manhunt 1 hatte ja auch noch ein bisschen anderes Setting, so ein bisschen Snuff-Movie-Style. Und das hier, ja, ist auch gut. I'm not gonna let you kill me. Give me that fucking key. Aber so wie ich das noch weiß, ist das auf jeden Fall um einiges leichter, dieser Teil hier. Ach, jetzt muss ich ihn doch töten, oder was? Wir brauchen Leben. Ich guck nochmal ganz unten, der hat uns nämlich mit der Flare Gun getroffen. Kriegen wir hier noch Leben? Ich weiß es nicht ganz genau. Obwohl, versuchen wir einfach so, ne? Wir versuchen das einfach so. Es sei denn, der trifft uns nochmal, ne? Dann sind wir, glaube ich, tot. Okay. Bis dahin kann er nicht schießen. Alles klar. Jetzt sollten wir doch Leben einmal suchen. Was ein Quatsch. Ja, das war auf jeden Fall bei Manhunt 1 besser. Man konnte, glaube ich, viel weiter schießen und ja, es war einfach viel präziser. So auf jeden Fall meine Erinnerung. Also Manhunt 1 hat mich auf jeden Fall mehr geflasht als dieser Teil. Auch wenn dieser sehr brutal ist, hat er meiner Meinung nach viele Nachteile. Vielleicht werde ich Manhunt 1 auch nochmal spielen, hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Weil da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Das ist ein geiles Spiel gewesen damals. Ich erinnere das sehr gut. Und es war extrem schwer. Also es gab da wirklich extreme Passagen, die nicht mal eben so gemacht werden konnten. Besonders im letzten Abschnitt des Spiels. Das war so extrem schwer. Weil man hatte so wenig Leben. Die Leute waren so krass, hatten Sturmgewehre, man ist sofort tot, wenn man da einmal irgendwie hingeht. So, kriegen wir jetzt hier nochmal irgendwo Leben? Eben hatten wir überall Leben. Sehr gut, da ist was. Da ist was. Sehr schön. So, gehen wir nochmal zurück. Was ein Quatsch auch, dass er da hinter den Teilen wartet und wir ihn nicht treffen können. Das macht natürlich jetzt auch nicht ganz so viel Sinn. Aber ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt irgendwie umlegen können oder so. Oder einfach den Key irgendwie kriegen. Versuchen wir das doch einfach mal. Wo mussten wir jetzt lang? Okay, hier ist auch nochmal ein Dings gewesen. Hier mussten wir durch. So, das merke ich mir auf jeden Fall hier unten. War nochmal ein Leben, falls wir das gleich brauchen werden. Das ist ein Quatsch, dass man jetzt so weit zurück muss. Mein Gott. Aber alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. So. Die Frage ist nur, können wir den jetzt einfach umlegen? Müssen wir da hinlaufen? Was müssen wir machen? Weil der schießt ja einfach auf uns. Ich gehe jetzt einfach dahin. Ey, hat er uns getroffen? Nee, hat er nicht. Okay. Okay, wir mussten einfach dahin. Deswegen. Ja, okay, ja, ist gut, ja. Kannst nichts machen. Alles klar. More Project Scum arriving. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Und wir werden wieder verfolgt. Und zwar wieder vom Helikopter. Natürlich auch Quatsch, ne? Ein bisschen Quatsch ist das. Das hätte man auf jeden Fall besser machen können. Ich frage mich aber gerade, warum wir wieder hier am Anfang sind. Ich bin noch hier hochgelaufen. Mussten wir nicht auf der anderen Seite runter? Bin mir nicht ganz sicher. Achso, wenn wir da runterspringen, sind wir da wieder. Okay. Alles klar.
Hier können wir nicht rein. Sehr gut. Dann gehen wir also hier runter. Und wieder zurück, oder was? Also wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, ich kann euch den ersten Teil auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen. Alles klar. Ja, lustig. Ja, ich kann nicht mehr aufstehen. Junge, lauf doch mal. So. Den ersten Teil auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Der ist auf jeden Fall um einiges schwerer, meiner Meinung nach. Und um einiges auch interessanter. Brutaler ist der hier, würde ich sagen, aber der erste ist um einiges besser gemacht. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, so erinnere ich das. Werden wir uns bestimmt nochmal angucken. Jetzt ist nur die Frage, wo soll ich denn jetzt hin? Ist diese Tür jetzt offen hier? Genau, den Key haben wir jetzt gefunden. Das heißt, das konnten wir aufschließen. Aber hier waren wir ja auch schon, ne? Hier waren wir auch schon. Das war das mit dem Paket. Genau, das war das mit dem Paket. Da müssen wir gar nicht hin. Frage ist, wo geht's jetzt lang? Das ist ein bisschen verwirrend. Was ist das hier? Ein Aufzug oder sowas? Alles klar. So. Was ist eigentlich hier? Gibt es hier so Schadensmodelle? Nicht wirklich, nur ein bisschen Blut auf dem Boden. Okay. Sind hier welche? Nee. Und hier konnten wir auch nicht durch. Hatte ich ja eben versucht. Von da sind wir eigentlich gerade gekommen. Egal, ich laufe jetzt hier nochmal lang. Da hat der Typ uns gerade gehauen. Das heißt, wir müssen bestimmt wieder komplett zurück. Okay, hier müssen wir hin anscheinend. Ja, auf diese Entfernung trifft man den Kopf nicht. Auch ein bisschen crazy, ne? Die Waffe schießt auf jeden Fall ein bisschen weiter. So, da ist auch einer. Ich weiß gar nicht, sind wir da eben reingekommen? So, der ist auch tot. So, hier waren wir auch. Ich glaube, wir müssen hier hin, ne? Da ist die Sichel. Einen Teil können wir mitnehmen. So, der hat uns auch getroffen. Ist auch tot. Müssen wir es vielleicht auch machen? Okay, das ist ausmachen wieder, oder was? Ja, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Müssen wir wieder ganz zurück? Müssen wir hier irgendwo durch, ne? Hier mussten wir dann hoch. Sehr verwirrend auf jeden Fall. Ich glaube, eine Map gibt es auch nicht. Sind wir jetzt hier wieder bei diesem Typen? Nee. Das ist der richtige Weg, sehr gut. Wir sind wieder ganz am Anfang. Alles klar. Hä? Unten sind welche? Okay. Ja, das hätten wir besser machen können, das Schießen, meiner Meinung nach. Aber gut. Dann nicht. So, einer ist hier noch da. Also umso näher wir dran sind, so besser geht der Headshot. So. Ich glaube, das war's jetzt schon, ne? Wir nehmen hier noch die Munition mit. Von den Kollegen. Gehen hier mal runter. If the project wants a war, they got one. Ja, Freunde, das war's auch schon. Beste Freunde haben wir absolviert. 6 Jahre zuvor. Die Geschichte gesehen,
den Schlüssel geholt, ja, und das Level beendet. 3 von 5 Style-Punkten, 24 Minuten ungefähr gebraucht, 26 Leute getötet, davon 5 Leute exekutiert, eine Umgebungsexekution, als wir den in diese Rolle reingeschmissen haben. Ja, Freunde, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung und ich bin gespannt, ob es auch noch andere Waffen gibt, weil ich bin der Meinung, da gab es noch ganz andere Waffen, Schrotflinten, Maschinenpistolen und so weiter. Das werden wir alles in den nächsten Folgen sicherlich rausfinden, Freunde. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.